Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Infinity. Heute machen wir mal eine kleine Pause vom Hausbau, denn ich möchte eine bestimmte Sache heute herstellen. Und zwar die nächste Stufe vom Jetpack. Das ist das sogenannte Hardened Jetpack. Dazu brauchen wir vor allem zwei Ressourcen, nämlich Invar, wie man hier schon sieht. Dann noch diese Grundsachen. Oh, habe ich Sulfur? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe noch eins übrig. Und wir brauchen noch durch irgendwas Bronze. Genau, hier brauchen wir Bronze. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür genug habe. Muss ich mal kurz gucken. Ich habe schon was vorbereitet an Bronze und Invar. Invar können wir direkt gießen. Aber ich glaube, die Bronze könnte eventuell nicht reichen. Deswegen schmelze ich noch kurz ein bisschen was. Um Bronze herzustellen, braucht man drei Copper. Ich nehme jetzt sechs. Und jeweils für drei Copper ein Tin. Das mischt sich dann als Flüssigkeit zu Bronze zusammen. Tut mir leid, ich bin ein bisschen angeschlagen. Aber ich versuche, das Husten zu unterdrücken. Gut, was machen wir denn zuerst? Also das hier müssen wir nicht überlegen, wie man das macht. Wir würden zuerst am besten das hier machen. Dafür brauchen wir ein Copper, zwei Blei, drei Redstone und ein Sulfur. Das Sulfur ist eventuell ein Problem, da ich nicht weiß, ob wir noch welches haben. Wir haben noch exakt eins. Sehr schön. LED. Hat so eine andere Farbe wie dort. Da ist es eher so bläulich, aber diese Art von Blei ist schon fast eisenfarbig. Was war das letzte? Copper, glaube ich. Ich hoffe es. So. Gut, dann haben wir das schon. Ich habe auch nicht allzu viel Zeit heute, weil ich gleich nochmal weg muss. Ist gerade wirklich wieder ein bisschen stressiger. Und eigentlich sollte heute die Folge mit Alex kommen, aber da gab es Probleme, deswegen kommt die einen anderen Tag. Oh, ich muss auch noch hardened. Ja, mal schauen, ob wir es heute überhaupt noch fertig kriegen. Auf jeden Fall werde ich heute ein bisschen was machen schon mal. Gut, das Invar haben wir ja jetzt. Ich nehme noch ein bisschen mehr raus. Und gieße schon mal ein bisschen Bronze raus, während wir hier weitermachen. Was brauchen wir noch? Okay, zwei Invar und ein Zinn. Gut. Zinn ist das hier. Ich könnte euch auch noch was von gestern von der Schule erzählen. Also ich hatte gestern wirklich den absoluten Struggle meines Lebens. Jetzt war ich ein bisschen falsch gekommen. Hier. Was war denn jetzt falsch? Was fehlt denn? Sinn. Achso, Redstone habe ich vergessen, ja egal. Und zwar hatten wir jetzt für die letzten drei Blöcke so ein Projekt in Deutsch, was wir machen sollten. Und wir sollten in den Blöcken daran arbeiten. Ist ja schön und gut, aber wenn man in den Blöcken wenig macht, sage ich mal so, kriegt man ein bisschen Zeitdruck. Vor allem, wenn man zu Hause auch nicht viel macht. Jetzt waren wir allerdings die letzte Gruppe, weshalb wir darauf gepokert haben, dass wir nicht drankommen. Am Tag des Vortrags waren dann aber zwei Gruppen nicht da. Weshalb. Ich werde gerade hier zugespammt. Von Alex schon wieder. Weshalb es, sag ich mal so, es war ziemlich knapp. Wir mussten Zeit schinden während des Blockes. Wir mussten ein bisschen drumherum quatschen. Dann wollte sie am Anfang noch die Noten abgleichen mit ihrem Schüler. Sind wir schön langsam vorgegangen, haben noch schön viel nachgefragt, einfach um Zeit zu schinden. Ja, und letzten Endes war es dann ziemlich knapp. Also, es waren dann die Gruppe vor uns war dran und da waren noch 5 Minuten Rest. In der sie aber keinen Vortrag mehr hören wollte, weil es halt nicht gereicht hat. Hätten wir also nicht Zeit geschindet, dann hätten wir vielleicht noch eine Viertelstunde oder so gehabt. Und hätten wir kein Glück gehabt, vor allem bei der Vortragslänge der anderen Mitschüler. Zum Beispiel Daniel spricht sehr schön langsam. Dann hätten wir wahrscheinlich unseren halbfertigen Vortrag vortragen müssen, was nicht so nice gewesen wäre. So, die nächste Maschine wäre das hier. Also brauchen wir 4 Bronzeräder. Ja, ist wirklich die Frage, wie viel Bronze brauchen wir jetzt? Ich glaube, ein Bronzerad macht man einfach so wieder. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, voilà. Gut, jetzt ist die Frage: Noch 2 Bronze und kriegen jetzt noch 9 aus der Smeltery. Das sind 11. Reichen 11? Ich glaube, es reicht gerade so. Ich glaube, wir brauchen 8 oder so. Genau, dass wir jetzt 12 brauchen und dann reicht es nicht. Was die Folge dramatisch in die Länge ziehen würde. Aber wir brauchen nur 6 sogar. Okay. Ich glaube, für was anderes brauchen wir keine Bronze bei der Maschine hier. Oder bei dem neuen Jetpack, besser gesagt.
2 Silber und 4 Redstone. Ich nehme mal ein bisschen mehr mit direkt wieder. Falls wir sowas nochmal machen müssen. Achso, andersrum. Hoppala. Gut, haben wir die Dinger auch. Kann ich das auch schon machen? Ja, kann ich. Sehr schön. Jetzt brauchen wir als nächstes. Inver haben wir Redstone auch. Davon brauchen wir 2, also 2 Gold. Also ich muss sagen, dieses ganze Rumgecrusher macht mir persönlich ziemlich Spaß. Habe aber in den Kommentaren gemerkt und auch im persönlichen Feedback in der Schule, dass vielen das scheinbar zu langweilig ist. Ich weiß nicht warum, also ich habe daran ziemlich großen Spaß tatsächlich. Hier so ein bisschen rumzubauen und zu gucken, was dabei rauskommt. Auch Tomcraft macht mir sehr viel Spaß, mal gucken, wie das ankommt. Ich glaube aber, das könnte auch besser ankommen als das, was ich jetzt hier gerade mache. Wird sich zeigen. Jetzt brauchen wir 4 von denen. Wie stellt man die denn her? Erstmal brauchen wir letzte und Fluxdukte, okay. Haben wir noch Glas, ist die Frage. Ich glaube ja schon fast nicht. Ah, doch, haben wir, sehr gut. Dann Bleiblau brauchen wir noch. So, davon brauchen wir 6. Mehr nicht. Eigentlich sogar nur 4, aber wir können nur 6 machen. So, dann brauchen wir Redstone und Invar. Da müssen wir auch 2 mal machen. Nervig, aber egal. Jetzt können wir die, glaube ich, herstellen. Ja. Damit haben wir schon den schweren Teil geschafft. Jetzt brauchen wir eigentlich noch das Jetpack und die 4 Invar. Wir haben 6. Perfekt. Das kann man dann in den Reduction-Smelter upgraden zu dieser Bronze-Rüstung. Aber ich kann die Rüstung dann nicht mehr an das bessere Jetpack anlegen. Was ein bisschen doof ist, aber was willst du machen, ne? So. Soll ich das eigentlich einfach so craften können? Oder auch nicht. Egal, ich leg's einfach so separat zusammen. So. Wahrscheinlich, weil das Jetpack geladen ist und deswegen irgendwie einen anderen Namen hat, als das eigentlich verlangte. Aber es müsste jetzt so im Crafting-Rezept dann doch. Muss keiner verstehen. Hat aber funktioniert. So. Jetzt müssen wir es noch aufladen. Die Rüstung nicht mal einfach hier rein. Ich hoffe, ich vergesse nicht, dass ich eine habe. Ich sehe schon, am Ende mache ich hier eine neue. Und wie viel Strom hat der aufgeladen? 400.000. Ist sehr gut, und das hier kann bis zu 400.000 halten. Im Vergleich, das vorige konnte ja 25.000 halten. Das hier hat zwar auch einen höheren Verbrauch, aber hält trotzdem länger als das andere immer noch. Das Aufladen dauert jetzt kurz. Man kann auch diesen Energetic Infuser upgraden, sodass er schneller auflädt und mehr fassen kann, aber das ist jetzt gerade noch nicht so wichtig. Sehr gut. Wie viele hatten die hier noch im Speicher? Okay, scheinbar produziere ich sogar noch irgendwo Strom. Ah, das Holz produziert noch Strom, okay. Gut, wie sieht es mit dem Steam-Dynamo aus? Wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Gut, dann lege ich das mal an. Und ihr werdet sehen, dass ich jetzt wesentlich schneller schon hochkomme. Na gut, wesentlich vielleicht nicht, aber schon ein bisschen. Wobei ich den Unterschied ein bisschen krasser in Erinnerung habe. Zumindest vorwärts komme ich ein bisschen schneller. Ich glaube, die nächste Stufe ist ja wirklich ein krasses Upgrade, aber ich glaube, das ist, würde den Bogen für eine einzelne Folge jetzt ein bisschen überspannen, vor allem so gegen Ende einer Folge. Du könntest ja nochmal schnell zu deinem Crafting-Rezept davon angucken. Auf jeden Fall können wir jetzt länger fliegen und ein bisschen schneller, was schon mal ein starkes Wachstum ist. Mein Ziel für die nächste Folge ist auf jeden Fall, egal wie lange die Folge dann geht, die Wände und die Decke zuzumachen. Vielleicht noch kein Dach, aber zumindest mal Wände und Decke zumachen. Dass wir einen geschlossenen Raum haben und vielleicht schon ausleuchten. Sollte auch noch drin sein, glaube ich. So, die nächste Stufe macht man nämlich mit dem guten alten Elektromohr. Das war auf unserem Multiplayer-Server damals kein Problem, weil Alex meinte, unser ganzes Gold reinzuschmeißen. Ich glaube, das waren Gold und Silber, einfach zusammen. Und wir hatten dann irgendwie 4 Stacks davon, also 250 oder so. Weshalb wir davon mehr als genug hatten. Ich muss mal kurz angucken, wie es geht. Electrum Grid macht man ja auch mal aus Silber und Gold. Und es geht auch wieder in das Smeltery zu schmelzen zusammen. Was braucht man denn noch? Man braucht diesen Reinforced. Genau, dafür brauchen wir 2 Maschinen, nämlich einmal einen Magma Crucible, wo wir es reinschmelzen, und einen Fluid Transposer, wo wir es wieder reinfüllen können in den Eimer. Das sind also 2 neue Maschinen, die wir machen müssen, bevor wir das Jetpack machen können. Aber ich wollte eh bald wieder mit ein paar mehr Maschinen bauen. Doch Hospo sollte jetzt erstmal wieder im Mittelpunkt stehen. Ich wollte nur langsam mal ein schnelleres Jetpack haben. Das ist nicht so schwer, brauchen wir auch. Müssen wir auch mit Redstone befüllen, so wie mit diesem Eimer. Und hier brauchen wir einfach noch ein bisschen Invo, was auch nicht allzu schwer ist. Also sobald man die beiden Maschinen hat, ist es eigentlich recht schnell zu machen. Oder was braucht man da? Warte. Nein. So. Hier braucht man
Ja, zwei Dias, sehr gut. Muss vielleicht mal ein bisschen minen gehen. Aber zwei Dias sollten nicht zu schwer sein. Vielleicht habe ich sogar noch zwei Dias, ich weiß es gerade nicht. So. Da ich allerdings in einer Viertelstunde los muss und dann das Video gerne schon exportieren soll, während ich weg bin, muss ich jetzt leider die Folge schon beenden und noch schnell schneiden. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen. Morgen kommt vielleicht die Folge mit Alex. Vielleicht auch erst übermorgen oder noch später. Muss ich gucken. Auf jeden Fall kommt morgen wieder definitiv ein Video, entweder Infinity oder erst mit Alex. Ich freue mich auf euch. Tschüss.